Wenn du eher der sportliche oder der racige Fahrertyp bist und auf kurze Turns stehst, dann ist der Völkl Race Tiger SL genau der richtige Ski für dich. Ist auch für Allrounder geeignet. Bisschen Kraft und Technik sind schon vonnöten, aber macht auf jeden Fall auch Spaß. Wir testen die Ski heute für dich. Wir wünschen dir viel Spaß. Ich freue mich drauf. Hi, mein Name ist Florian Eigler. Ich bin Teil vom Profi-Testteam des Deutschen Skiverbands. Wir sind heute hier im wunderschönen Pitztal bei wundervollem Wetter und testen heute den Völkl Race Tiger SL aus der Kategorie der Slalom-Carver. Ich persönlich bin super Fan von Slalom-Carvern, kann man super knackige, sportliche, kurze Schwünge fahren. Aber jetzt reden wir nicht weiter um heißen Brei, jetzt legen wir die Ski in den Schnee und legen los. Das waren schon mal richtig geile Slalom-Turns. Jetzt reden wir noch ein bisschen über die Fakten vom Ski, dann fahren wir noch eine Runde und dann ziehen wir ein Fazit. Der Völkl Race Tiger SL hat eine Mittelbreite von 67 mm. Vor und hinter der Bindung wurde der Ski mit Glasfaser verstärkt. Das hat den Effekt, dass er super stabil in der Kurve liegt und dir am Ende der Kurve einen richtig schönen Slalom-Cover-typischen Rebound gibt. Belagseitig hat der Ski eine spezielle Zebrastruktur. Das hat den Effekt, dass er laufruhig in der Kurve ist und auch Stabilität zwischen den Kurven gibt. Ich fahre den Ski hier in 165 cm mit einem Radius von 12 Meter. Man sagt so bei den Slalom-Carvern grob 15 cm kürzer wie die Körpergröße, aber zur Beratung geht es am besten in euren Sport 2000 Fachhändler. Jetzt aber genug zu den Fakten, auf in den finalen Skitest. So, es ist an der Zeit, Fazit zu ziehen. Der Ski macht wirklich von der ersten Kurve an Spaß. Was mir persönlich super gefällt, er ist agil, besticht durch Spritzigkeit und vermittelt trotzdem ein sicheres Fahrgefühl. Trotz seiner Sportlichkeit war der Ski super harmonisch und verzeiht aber einen oder anderen Fahrfehler. Zusammenfassend ist der Völkl Race Tiger SL ein leichtgängiger Ski, der sich vor allem in den kurzen und mittleren Radien zu Hause fühlt. Deshalb geben sich für mich folgende Bewertungen. Drehfreudigkeit 4 von 5 Punkten, weil es sich stets agil verhalten hat. Beim Kantengriff würde ich auch 4 von 5 Punkten vergeben, weil er auch bei harten Verhältnissen stets die Spur gehalten hat. Ich konnte die verschiedenen Radien stets präzise ansteuern, deshalb gebe ich bei Steuerqualität auch 4 von 5 Punkten. Der Ski zeichnet sich durch eine hohe Laufruhe aus, deswegen gebe ich auch hier 4 von 5 Punkten. Insgesamt würde ich den Gesamtcharakter des Skis als relativ fehlerverzeihend einstufen. Ich hoffe, das Video hat weitergeholfen. Wenn du dich nur für andere Tests interessierst, klick hier auf den Link. Auf unserem Kanal findest du weitere Sport 2000 Skitest-Videos. Einfach hier draufklicken und vorbeischauen. Viel Spaß beim Skifahren und ciao.